Prozent von den ganzen Krebskranken drauf an. Das ist unglaublich. Das Wilde ist das, wir haben mit allem gearbeitet, was möglich ist, was, ich sag sogar, was seit 61 teilweise auch verboten ist, aber weißt, wenn der Tod vor der Tür steht, ich weiß nicht, ob da noch was verboten sein kann aus der Natur, ob wir uns das noch verbieten lassen können. Und ich kann euch sagen, lasst euch nicht einlullen von dem, dass man den Hanf freigeben müsste. Man braucht nicht freigeben, weil das, was da heilt, das ist genauso im Faserhanf drinnen und den kann man ganz legal erwerben und das ist weltweit legal, das heißt Cannabidiol oder CBD. Und das kann man freilösen mit einem starken Alkohol und da macht man Rick Simpson-Öl draus, aber nicht aus einem psychoaktiven Zeug, sondern aus einem Faserhanf. Er heilt genauso. Das ist unglaublich. Aber 5,5 Wochen später ist sein T-Zell-Lymphom um die Hälfte kleiner. Er grinst, hat eine Lebensenergie und ist weit entfernt von austherapiert. Und wo er gekommen ist, habe ich mir wirklich gedacht, er hat nur mehr 2 Tage. Die Stauung von der Lymphe ist weg. Er geht spazieren, jeden Tag 10 Kilometer und er freut sich so, dass er dabei ist bei dem Ganzen. Er macht da auch mit. Wir vereinigen uns einfach als Arbeitsgemeinschaft, da brauchen wir überhaupt nichts dazu. Wir könnten das natürlich in Rechtsform bringen, via GmbH, aber das braucht man gar nicht, weil wen sollten wir fragen, ob wir das machen dürfen? Das ist so Blödsinn. Wir fragen gar nicht, wir machen es und wenn es Austherapierte gibt und sie sind nachher nicht mehr austherapiert und sie sind nachher vielleicht gesund, dann haben wir ein paar Sprachrohre geschaffen. Ich glaube, die können ein bisschen mehr dazu erzählen vom Leben. Ich wünsche euch viel Spaß, ein totaler geiles Leben, ein gesundes und ein verantwortungsvolles. Und zwar für euch selber und für uns alle. Dankeschön, dass es euch gibt. Das hat echt wunderschön.